Aufzeichnung läuft. Gut, ich fange einfach mal an. Willkommen zum ERP Online-Seminar. Heute geht es hauptsächlich um Organisatorisches und Vorbereitung zu den ERP-Zertifizierungen. Da haben uns in letzter Zeit so viele Anfragen erreicht, es gab so viele Nachfragen zur deutschen Pilotphase, dass wir gedacht haben, wir machen nochmal nach jetzt fast einem Jahr, nach dem ersten Auftakt, nochmal eine Veranstaltung, um allen zu sagen, was für Zertifizierungen gibt es, wie kann man sich vorbereiten. Wie läuft das organisatorisch? Und natürlich auch, alle sind darauf gespannt, wie ist die deutsche Pilotphase gelaufen? Wie steht es und wie sieht es da aus? So, jetzt hoffe ich mal, dass ich hier irgendwie weiterklicken kann. Ja. Wer spricht hier heute? Zum einen ist das Gottfried Zimmermann, dann der Joschi Kupal. Die werden beide was erzählen, vor allem wie man sich vorbereiten kann, was es dafür so Optionen gibt, auch ein bisschen aus ihrer Erfahrung. Die haben ihr beide, ne, den CPAC und den VORS und habt deswegen diese tolle Doppelzertifizierung, die ich gleich nochmal, deren Namen ich gleich nochmal vorstellen werde. Genau, wie gesagt, Fragen können über den Textchat gestellt werden. Ich glaube, Gottfried hat jetzt auch freigeschaltet, dass man sich auch das Mikrofon freischalten kann. Wir nehmen das Online-Seminar auch und wir werden es, glaube ich, offen auf YouTube zur Verfügung stellen, damit halt jeder nochmal die Chance hat, sich zu informieren. Dann noch ein Hinweis, wir haben ja hier eine ERP-Dachveranstaltung und wir sprechen das professionelle Du. Deswegen, genau, auf dem kurzen Wege hier heute. Gut, dann gucken wir uns mal an. Was gibt es denn aktuell eigentlich für ERP-Dach-Zertifizierung, beziehungsweise welche sind da für den deutschen Markt auch interessant? Wir haben zum einen den als CPAC oder CPACC abgekürzt, den Certified Professional in Accessibility Core Competencies. Die deutsche Übersetzung dafür ist eine zertifizierte Fachkraft für Kernkompetenzen der Barrierefreiheit. Dann haben wir den Web Accessibility Specialist, auch WAS oder WAS oder WAS, Spezialist für Web-Barrierefreiheit. Und dann haben wir das, was Gottfried und Joschi beide haben, weil sie beide diese Zertifizierung halten, den Certified Professional in Web Accessibility. Und zwar ist das dann ein CPWAE und das ist eine Designation. Das ist also sozusagen, wenn man beide Prüfungen und beide Zertifikate besteht und beide Zertifikate hält, dann kriegt man sozusagen diesen CPWA. Ich weiß nicht, ob es da eine schönere englische Aussprache von gibt, wie man den kurz und benennt. Das ist, wie gesagt, nur eine Zertifizierung, die kann man nur verliehen bekommen, wenn man gleichzeitig die anderen beiden Zertifizierungen hält. Und dann, Entschuldigung, noch als ja, Ergänzung einfach mach. nur. Man kriegt dann einen kleinen Rabatt, wenn es darum geht, sie zu erneuern. Das ist der Vorteil. Also man muss ja immer die Zertifikate auch alle 3 Jahre sich erneuern lassen durch Fortbildungen, die man nachweisen muss. Und beim CPWA muss man, glaube ich, 55 Punkte, Joshi, weißt du noch, aufweisen. Und da kriegt man einen kleinen Rabatt. Das ist ein bisschen weniger als die Summe der beiden anderen. Genau, die Einzelpunktwerte waren, glaube ich, 55 und 45 oder so unglaublich in dem Dreh, oder 35, nee, 35 sind das, glaube ich, für ein Wars. Genau, und dann gibt es noch den Accessible Document Specialist, den ADS, den Spezialist für barrierefreie Dokumente. Das ist eine Zertifizierung, die ich habe. Da muss man 35 sammeln. Da wäre es jetzt aber allerdings auch interessant, wenn man das mit den anderen kombiniert. Oder muss man dann immer addieren und irgendwann, wenn man alle hat, ist man dann bei über 100 Punkten? Ich weiß es nicht, da müsste man nochmal bei Global nachfragen, wie das in den Kombinationen mit Zertifizierung ist. Ja, Weil so. vielleicht gibt es ja in Zukunft Leute, die den CPAC haben und den ADS oder ja. Genau. Gut, jetzt gucken wir uns nochmal ein bisschen im Detail an. Also für wen, das ist ja eigentlich das Entscheidende, für wen sind denn eigentlich welche Zertifizierungen geeignet? Wer braucht die oder wer kann das damit anfangen oder wer kann damit irgendwas nachweisen? Dieser CPAC, also diese Kernkompetenzen, das ist eigentlich die grundlegende ERP-Zertifizierung. Die ist eigentlich gedacht sowohl für nicht-technische, kann aber auch für technische Barrierefreiheitsrollen die grundlegende Kompetenz nachweisen, weil es da darum geht, die Konzepte zu verstehen. Es geht darum zu verstehen, was gibt es für Behinderungsarten, was gibt es für Beeinträchtigungen, was gibt es für assistive Technologien und Hilfsmittel. Es geht darum zu verstehen, die Konzepte von universellem Design oder Universal Design.
auch Universal Design for Learning. Dann geht es um Normen, um Gesetze, aber auch um Managementstrategien im Zusammenhang mit Barrierefreiheit und wie man das entsprechend umsetzen kann. Es ist auch der längste Syllabus, den es gibt von allen Zertifizierungen. Der hat weit über 120 Seiten. Da geht es wirklich darum, dieses Fundament zu schaffen, um digitale Barrierefreiheit, aber auch Barrierefreiheit allgemein zu verstehen und welche grundlegenden Sachen man verstehen muss, um es dann auch anwenden zu können auf bestimmte Technologien. Welche Themenbereiche werden da abgefragt oder sind da drin? Zum einen natürlich IKT, also Web und andere Informationstechnologien, aber es geht auch um so grundlegende Sachen wie Barrierefreiheit in der Architektur und baulichen Welt, also da so Grundkonzepte zu verstehen, Industrie- und Verbraucherdesign, aber auch so Transportsysteme und eigentlich jeder Bereich, der durch Politik und Verwaltung den Zugang für Menschen mit Behinderungen verbessern kann. Die Prüfung dazu ist, wie alle Prüfungen, sind das 2 Stunden. Man hat 100 Fragen. Das ist immer Multiple Choice. Das heißt, es gibt eine Frage und 4 Antworten. Davon ist eine genau immer richtig und 3 sind falsch. Das ist der CPAC. Dann haben wir den WAS, den Spezialist für Webbarrierefreiheit. Das ist jetzt tatsächlich ein technisches Zertifikat, für das auch eine technische Expertise notwendig ist und eigentlich auch die Voraussetzung ist. Ich habe das hier unten auch aufgeschrieben für die Zielgruppe. Die Zielgruppe sind eigentlich Personen, die mindestens 3 bis 5 Jahre Erfahrung auch haben in der Umsetzung oder in der Prüfung, im Testen, also die sich wirklich damit auskennen und auch wissen, wie assistive Technologien funktionieren. Wie gesagt, der Schwerpunkt sind die Konzeption, Entwicklung, aber auch die Umsetzung, die Evaluierung von barrierefreien Webinhalten oder Dienstleistungen, Anwendungen. Und es geht nicht unbedingt darum, dass man in dieser Prüfung Code schreiben muss oder dass man überhaupt Code schreiben muss, aber es geht darum, ihn lesen zu können, ihn identifizieren zu können, wo Probleme auftreten können und zu verstehen, welche Auswirkungen diese Probleme dann auf verschiedene assistive Technologien und auf die Menschen haben, die sie benutzen. Und das entsprechend bewerten zu können. Auch da gibt es wieder Themenbereiche, die so Schwerpunkte sind, wenn man da die Prüfung macht und wenn man sich vorbereitet und sich da einarbeitet. Es geht einmal um die Erstellung barrierefreier Weblösungen, dann die Identifizierung von Barrierefreiheitsproblemen und natürlich darum, wie kann man diese beheben? Also was könnten mögliche Lösungsansätze sein? Was ist bester Lösungsansatz oder welche Nutzergruppe profitiert von bestimmten Lösungsansätzen am besten? Auch hier gibt es wieder eine 2-stündige Prüfung, hat nur 75 Fragen, aber gleiches Prinzip, wieder Multiple Choice, das heißt eine Frage, 4 Antwortmöglichkeiten und eine davon ist genau richtig. Dann haben wir den Spezialist für barrierefreie Webdokumente, eine Zertifizierung für Experten, die barrierefreie elektronische Dokumente erstellen. Auch hier ist die Zielgruppe Personen, die eigentlich schon Erfahrung damit haben. Also es ist nicht komplett neu. Man muss schon 1 bis 2 Jahre Erfahrung haben und grundsätzlich verstanden haben, wie barrierefreie Dokumente erstellt werden, wie man Mängel beheben kann in Quelldokumenten, aber auch in Zieldokumenten. Auch wieder hier erklären können, wie das bestimmte Nutzergruppen beeinflussen kann oder beeinträchtigen kann, wie sich das auswirkt. Da gibt es 5 Themenbereiche. Einmal auch wieder die barrierefreien Dokumente erstellen. Dann ganz wichtig die Überarbeitung elektronischer Dokumente. Das Prüfen und Testen der Zugänglichkeit, Barrierefreiheit von Dokumenten. Dann gibt es einen Punkt, da geht es auch darum Planung und Schulung von Barrierefreiheit in Dokumenten. Also wie kann man andere schulen? Was kann man da für Strategien machen, um das anderen gut weiter zu vermitteln? Und der 5. Punkt ist dann sowas wie eine Praktiken für die Befürwortung, für die Beratung, für die Dokumenten, Überarbeitungsstrategien, wie man die auch gut implementieren kann. Auch hier wieder eine 2-Stunden-Prüfung mit 75 Fragen und wieder gleiches Prinzip. Eine Frage, 4 Antwortmöglichkeiten, eine davon ist richtig. Grundsätzlich sind die immer so aufgebaut, dass es es gibt eine richtige Antwort, dann gibt es eine, die einen ablenken sollen und 2, die man relativ schnell als falsch ausscheiden lassen können sollte. So jedenfalls die generelle Vorstellung dieser Prüfung. So, das waren jetzt erstmal die,
die drei großen Prüfungen. Wie gesagt, die eine Zertifizierung bekommt man, wenn man den CPAC und den WAS hält. Dann nochmal kurz zusammengefasst Organisatorisches. Es gibt immer pro Jahr 6 Prüfungszeiträume. Da heißt das, das legt das ERP Global fest. Und nur in diesen Prüfungszeiträumen, die sind immer ungefähr so einen Monat lang, können Prüfungen abgelegt werden. Es gibt dann auch immer einen festgelegten Anmeldezeitraum, an dem man sich anmelden kann. Und auch nur in diesen Prüfungszeiträumen können zum Beispiel vor Ort Prüfungen stattfinden. Die Anmeldung ist immer zentral beim Certification Team von ERP Global. Die Prüfungsmöglichkeiten sind halt, wie gesagt, vor Ort Prüfungen. Es gibt diese sogenannten Kriterien-Testzentren, da gibt es eine weltweite Seite, da kann man suchen. Ich habe mal nachgeguckt, in Deutschland gibt es das in 12 Städten, in Österreich gibt es 2 und in der Schweiz gibt es auch 2 Städte. Also wenn man da hinfahren möchte und vor Ort die Prüfung machen möchte, ist das möglich. Dann ist das, was der ERP-Dach geplant hat, natürlich unsere Vorstellung, dass wir mindestens einmal im Jahr auch eine zentrale Prüfung anbieten, zum Beispiel auf dem Enabling-Dach, was, wenn es irgendwann mal wieder in physischer Form stattfinden kann. Dann Gottfried, die Hochschule der Medien, will ja auch vor Ort Prüfungen anbieten. Aber es können auch andere Personen natürlich privat oder organisierte Gruppenprüfungen anbieten. Also wenn jemand sagt, ich bin hier eine Firma, eine Organisation, ich möchte, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine Mitarbeitenden diese Prüfung machen. Wir machen einen Prüfungstermin, kann man eine Gruppenprüfung organisieren. Man kann die auch auf einer anderen Veranstaltung organisieren. Das ist halt im Rahmen dieser festgelegten Prüfungszeiträume möglich. Was auch möglich ist, was ja jetzt viele gemacht haben, sind virtuelle Prüfungen. Da gibt es halt auch diese Kriterien-Online-Website, über die man die machen kann. Es ist aber auch möglich, sogenannte Remote-Einzelprüfungen zu machen. Das heißt, man hat auch wieder einen privaten Prüfer, eigentlich nur einen ERP-Global-Prüfer, aber ich glaube, es gab jetzt sogar schon Ausnahmen für bereits zertifizierte Personen auch in Deutschland, die jemanden anders remote überwachen können. Das muss man aber, Herr Joschi meldet sich, genau, ich glaube, bei Beatrice war es auch so, das muss man aber individuell abklären, dass man das jetzt in Pandemiezeiten auch möglich macht, dass man da auch das entsprechend machen kann. Grundsätzlich, ja? Entschuldigung, da gab es eine Frage mit Zeitverlängerung bei Behinderung. Ich habe eine ganze Folie, uns hat im Vorhinein mich was erreicht zu der Barrierefreiheit der Prüfung und da habe ich gleich eine Folie vorbereitet und es nochmal alles zusammengestellt, was so möglich sein kann. Ich will nur einmal kurz sagen, du hast ja gerade schon gesagt, genau, die sind 3 Jahre gültig. Die Aufrechterhaltung soll halt durch kontinuierliche Weiterbildung erfolgen. Ziel des ERP ist ja, man soll nicht einmal ein Zertifikat erhalten. Technologie und Standards entwickeln sich weiter und man kann nach 20 Jahren immer noch sagen, hier, ich bin der Experte, sondern man soll sich kontinuierlich weiterentwickeln und das halt mit diesen Fortbildungspunkten, diesen Continuing Education Accessibility Credits belegen, kurz auch CACs. Die kann man durch unterschiedlichste Sachen sammeln. Man kann sie durch bezahlte Konferenzen und Weiterbildung sammeln. Man kann aber genauso gut selbst Wissen weitergeben, Blogs schreiben, an Meetups teilnehmen, an Lerngruppen Wissen weitergeben und sein Wissen teilen. Also es geht eigentlich um sich selbst weiterzuentwickeln, immer sozusagen aktuell zu bleiben auf dem aktuellen Stand der Technik und sie befürworten auch das Teilen von Wissen. Also die eigene Expertise, die man hat, teilen, sich mit anderen austauschen. Da können aber dann auch gleich nochmal Joschi und Gottfried, wenn wir dazu kommen, was sagen. Ich will nur einmal noch kurz was zur Barrierefreiheit sagen. Generell ist die Bestrebung, die Prüfung barrierefrei anzubieten, auch in einer barrierefreien Umgebung. Jeder hat die Möglichkeit, bei der Anmeldung schon anzugeben, dass er bestimmte Hilfsmittel braucht oder bestimmte Anpassungen. Und die, je nachdem, wie individuell, wenn es bestimmte Voraussetzungen gibt oder bestimmte Sachen erforderlich sind, kann man das auch individuell mit dem Certification-Team besprechen. Hier ist mal eine Liste von Anpassungswünschen, Optionen, die es so gibt. Also man kann natürlich die ganzen Sachen mit einem Screenreader benutzen. Das ist auch wohl ganz gut möglich. Haben jetzt gerade von der deutschen Pilotphase gab es Rückmeldungen, dass das gut möglich war. Da kann man natürlich sein eigenes Testgerät auch mitkommen oder man nimmt sowieso schon einen privaten Prüfer, den man kennt, damit man das in der gewohnten Umgebung mit der gewohnten, mit den gewohnten Hilfsmitteln machen kann. Gleiches gilt auch für Text- und Bildschirmvergrößerung. Natürlich zusätzliche Prüfungszeit. Zusätzliche Prüfungszeit geht auch, wenn man die Prüfung auf Englisch macht und Englisch die Muttersprache nicht ist, würde aber genauso gehen, wenn man hier in Deutschland die deutsche Prüfung machen möchte.
Und Deutsch wäre nicht die Muttersprache, dann gäbe es da auch, oder wenn man irgendwelche Hilfsmittel nutzt, wenn man irgendwelche kognitiven Beeinträchtigungen hat. Also da gibt es immer die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, dass man die Prüfungszeit verlängern kann. Das gibt bei Global auch noch, dass man irgendwas mit einem Gebärdensprachdolmetscher arrangieren kann, dass man sein Service- oder Assistenztier mitbringen kann. Wie gesagt, und jederzeit auch die Möglichkeit, eine privat organisierte, private, persönliche, beaufsichtigte Prüfung zu machen in der gewohnten Umgebung mit der gewohnten eigenen Soft- und Hardware, um es halt möglichst vielen Menschen möglich zu machen, diese Prüfung zu machen. Das ist das Ziel und da kann man eigentlich auch, glaube ich, ganz gut Sachen finden. So viel zu den Prüfungen. Gab es jetzt noch mal eine Frage zu den Prüfungen an sich? Ich sehe eine im Chat. Ich sehe eine Frage hier zum ADS. Das bezieht sich sowohl auf Ursprungssoftware, in denen Dokumente erstellt werden, also sowas wie Word und InDesign, aber es auch auch sowas wie in Acrobat nacharbeiten. Also man muss schon grundlegend wissen, welche Funktionen Microsoft Office-Programme zum Beispiel, weil sie sehr verbreitet sind, mitbringen, um barrierefreie Dokumente zu erstellen. Also das ist schon notwendig, das grundsätzlich zu wissen. Aber da gibt es ja Möglichkeiten, sich vorzubereiten. Da hat ja auch Microsoft inzwischen ganz viele Seiten und Dokumentationen so, aber das muss man schon wissen. Aber InDesign indirekt kommt nicht vor. Es konzentriert sich wirklich schon auf eher so textlastige Dokumente und das Nachbearbeiten im Acrobat. So. Dann kam die Prüfung. Finden in diesem Jahr auch deutschsprachige Prüfungen statt? Können wir noch kurz sagen. Wir werten mal kurz noch die deutsche Prüfungsphase aus. Also es gab ja eine deutsche Pilotphase im Dezember. Da haben 31 Personen eine CPAC-Pilotprüfung auf Deutsch abgelegt und 20 eine WAS-Pilotprüfung. Das wurde ausgewertet, das wurde verglichen mit den Prüfungsleistungen derer, die die englischsprachigen Prüfungen im Prüfungszeitraum November, Dezember abgelegt haben. Grundsätzliches Ergebnis war, die Übersetzungen haben eigentlich ganz gut funktioniert. Die Prüfungsleistungen der Deutschen waren dichter zusammen. Das heißt, die deutschsprachigen Teilnehmer der Pilotphase sind eher gesamter im Mittelfeld gewesen bei ihren Prüfungsleistungen, während es im englischsprachigen Raum eine größere Spannweite gibt, zwischen welchen die sehr stark sind und eher weniger stark abschneiden. Und vor allem bei den WAS-Prüfungen ist wohl aufgefallen, dass es die deutschen Teilnehmenden sehr viel besser abgeschnitten haben als der englische Durchschnitt. Aber wer wahrscheinlich jetzt an den Pilotprüfungen dran teilgenommen hat, die haben halt wahrscheinlich all diese Anforderungen schon erfüllt, dass sie diese jahrelange Erfahrung haben, dass sie wussten, was sie da beantworten müssen und wie sie das einordnen müssen, weil sie das nicht nur jetzt dafür lernen müssen, sondern weil es wahrscheinlich auch ihr täglich Brot ist. Der Yoshi nickt aus seiner Gruppe, genau. Wichtig vielleicht für alle, die jetzt auch bei der Pilotphase dabei waren und ganz dringend warten, bis Anfang kommender Woche soll es jetzt die finalen angepassten Scores geben. Das heißt, jeder kriegt dann eine Rückmeldung. Alle sind gespannt. Was grundsätzlich gemacht wird von IAP Global Seite ist, die Prüfungsleistungen werden immer mit so psychometrischen Verfahren nach einer entsprechenden Methode verglichen und immer angeguckt, ob es entsprechende Abweichungen gibt in bestimmten Prüfungszeiträumen, weil es soll immer eine Vergleichbarkeit gegeben sein. Also auch zwischen den englischen Prüfungen und jetzt auch insbesondere zwischen den deutschen und den englischen Prüfungen. Also das werden Sie weiter beobachten. Es kann noch mal sein, dass es da in den einzelnen Prüfungen noch mal Nachsteuerung geben muss bei einzelnen übersetzten Fragen. Und ab dem Prüfungszeitraum Mai, Juni soll es auf jeden Fall möglich sein, deutsche Prüfungen zu machen. Vielleicht auch schon eher, das stand aber noch nicht fest, aber wenn jetzt jemand definitiv planen will und weiß, er möchte unbedingt diese Prüfung CPAC oder WAS dieses Jahr auf Deutsch machen, also Mai, Juni, Zeitraum ist auf jeden Fall möglich. Das könnt ihr anpeilen, euch in den Kalender schreiben. Da wird es möglich sein. Und es gibt halt keinen festen Cut-Score, sondern es wird immer entsprechend ausgemessen, ermittelt und verglichen, damit halt nicht, weil es gibt einen ganzen Pool an Fragen und es gibt ja immer leichtere oder schwerere Fragen und damit es in jedem Prüfungszeitraum ungefähr vergleichbar ist, wird es entsprechend immer ermittelt und dann erst die Final Scores vergeben, wenn man weiß, dass die Prüfungsleistungen vergleichbar waren. Und jetzt dürfen gleich Gottfried und Yoshi erzählen, wie man sich dann am besten vorbereiten kann, was man dabei, was Do's und Don'ts sind, was besonders hilfreich ist, können dann auch gerne in die Diskussion oder in die Fragerunde einsteigen.
Nur einmal kurz noch zum Selbststudium, da kann Gottfried was zu sagen. Die Syllabi lagen ja bisher bei dir. Ja, vielen Dank, Josephine. Du hast es sehr schön bisher vorbereitet mit den Folien. Vielleicht kurz die eine Frage würde ich vielleicht kurz rausgreifen. Was gilt als Weiterbildung? Du hast es ja gesagt, mehr oder weniger. Eins wollte ich noch dazu sagen, aus eigener Erfahrung, wenn man also irgendwo in Gremien mitarbeitet, dann kann man das auch anrechnen lassen. Standardisierungsgremien oder ich weiß es nicht, wie es bei Yoshis Austauschgruppe ist, das zählt, was, weiß ich nicht, ob das zählt, aber man kann es probieren und da kriegt man dann eben schon ein bisschen mehr Punkte als nur einen einzigen, wenn man das also kontinuierlich macht, das wäre so ein Tipp. Hilft auch, irgendwas regelmäßig mit beizutragen und sich weiterzubilden, also ist auf jeden Fall empfehlenswert. Syllabi. Ja, wir sagen im Deutschen Syllabus, im Englischen heißt es Body of Knowledge und die sind beide ja auf unserer Website, IAAP DACH. Vielleicht kann jemand mal kurz den Link posten, wer es gerade hat. Und beim CPAC gibt es demnächst noch eine kleine Änderung. Da haben wir noch eine Änderung gemacht. Da gibt es dann die Version 1.04. Beim Was ist eigentlich gleich geblieben. Es ist so, wenn man selber sich das beibringen möchte, ganz alleine, dann kann man das sicher machen, wenn man autodidaktisch gut unterwegs ist und die Disziplin hat. Man muss aber beim CPAC, also sagen wir mal so, CPAC muss man wirklich auch auswendig lernen. Das ist schon umfangreiches Wissen, was da verlangt wird, zum Teil auch medizinischer Art, also Arten von Behinderungen inklusive Krankheiten, chronische Krankheiten, muss man da schon einiges Bescheid wissen. Der Syllabus für CPAC ist aber wirklich so umfangreich geschrieben, dass man ihn eigentlich verwenden kann als Lehrbuch, wenn man dann auch noch ein bisschen die Links nachverfolgt. Die Links sind allerdings in Englisch, aber der Syllabus ist jetzt auf Deutsch verfügbar. Der ist sehr umfangreich, ist wie gesagt wie ein Lehrbuch. Beim WAS ist das anders, da ist der Syllabus wirklich das, was er auch sein sollte eigentlich, nämlich einfach nur ein Inhaltsverzeichnis dessen, was eigentlich an Themen verlangt wird, was Prüfungsinhalte sind. Und beim WAS muss man eben insbesondere die Standards, die Webstandards lesen, übrigens auch ATAG, Authoring Tools Accessibility Guidelines, was oft vergessen wird. Und da muss man einfach auch ein bisschen praktisch unterwegs sein, WayAria und so. Wenn man das sowieso selber macht, ist es kein Problem. Ansonsten hilft da natürlich auch eine Lerngruppe oder Austauschgruppe. Ich würde eigentlich schon sagen, ich glaube, da sind wir uns einig, Yoshi, wir würden eigentlich schon empfehlen, es bringt was, wenn man irgendwo beim Lernen sich austauscht mit anderen. Also Yoshi hat ja eine Gruppe, wo man sich selber austauscht. Ich von der Hochschule der Medien biete auch eine offizielle Weiterbildungskurs an, wo wir organisierte Einheiten haben. Und dort könnte das jetzt einfach mal, soll ich es mal ein bisschen zeigen vielleicht, was da so die Einheiten sind. Ich zeige das mal hier. Ich gebe auch mal den Link hier rum, wenn ihr da mitschauen wollt. Also das ist dieser Grundkurs als Weiterbildung. Und der bereitet eigentlich auf den CPAC vor. Also nennt sich, also wir haben hier an der Hochschule der Medien ein Weiterbildungszentrum. Da kann man auch berufsbegleitend einen Master machen. Und eines dieser Module für den Master ist eben jetzt hier Grundlagen der digitalen Barrierefreiheit. Man kann das aber auch belegen, ohne den kompletten Master zu machen. So machen es die meisten. Man muss allerdings im Normalfall einen Bachelorabschluss haben, aber ich lasse auch immer wieder Ausnahmen zu. Wenn man das begründet, dann ist es auch kein Problem. Wir machen das meiste online, aber es gibt drei Live-Tage, wo wir nach Möglichkeit in Präsenz sind. Also es gibt insgesamt 11 Termine, das sind 10 Einheiten und der Kurs ist so aufgebaut, dass man immer etwas zu Hause liest, sich vorbereitet, in Gruppen vorbereitet und dann in der Einheit oder in der gemeinsamen Besprechung
bespricht, reflektiert, Aufgaben auch bespricht. Man kann ja auch eine Note bekommen, wenn man das möchte, muss dann ein bisschen mehr bezahlen. Zum Preis sage ich gleich noch was. Die Kursinhalte sind ungefähr an CPAC ausgerichtet, heißt aber nicht, dass man nichts mehr sonst lernen muss. Man sollte trotzdem auch noch einen CPAC-Syllabus durchschauen und da noch lernen. Es sind einfach zu viele exotische Themen auch im Syllabus drin, die wir so nicht unterbringen in unserem Kurs. Also es geht, ich lese jetzt nur mal die Titel der Einheiten vor, Vielfalt der Benutzerbedürfnisse, das ist ja ganz groß im CPAC drin. Was gibt es für Arten von Behinderungen, welche Arten von Barrieren treten dann im Zusammenhang mit dem Web und anderen elektronischen Medien auf und was für Hilfsmittel, assistive Technologien und Adaptionsstrategien gibt es. Und dann gehen wir barrierefreie Multimedia, Videos. Dann gehen wir ein bisschen auch in den Bereich ADS, also barrierefreie Dokumente ein mit Office und LibreOffice. Auch ein bisschen PDFs, aber nicht so weit, dass man jetzt PDFs korrigiert. Das wäre dann zu weit für diesen Kurs hier. Dann Barrierefreiheit im Web auf einem Niveau, sodass man es auch machen kann, wenn man jetzt kein HTML oder JavaScript kann. Wir haben dann noch einen anderen Kurs, da gehen wir dann richtig rein. Der bereitet dann auf den WAS, auf das WAS-Zertifikat vor. Aber hier ist es nur oberflächlich im Web, zum Beispiel auch, welche Tools kann ich mal reinschauen, so manche von euch kennen vielleicht den Wave und so. Darf ich? Also, aber dein Kurs ist ja wirklich, den könnte auch ein Anfänger besuchen. Genau, ja. So ist es gedacht. Also das aber, einfach nur noch mal so, also das wäre wirklich für Menschen, die bisher noch gar nichts damit, du dir es jetzt wirklich als Weiterbildung machen würden, um sich komplett da reinzudenken. Genau. Genau. Mhm. Gut. Dann, Ja, ich würde einfach kurz nochmal zeigen, was dann noch vorkommt. Dann die Prüfwerkzeuge, dann Software, Selbstbedienungsterminals. Wie kann ich denn diese Regeln, die es bei WCAG gibt, eben auch, also die Web Content Accessibility Guidelines, wie kann ich die auch auf andere Bereiche übertragen, nicht das Web? Wir haben ja hier in Europa den EN-Standard und der ist hier zugrunde gelegt. Auch mal so ganz grob, wie sieht es bei mobilen Apps aus, ohne da jetzt reinzugehen einfach nur das, was man sehen kann, ohne den Source Code anzuschauen. Und dann geht es auch nochmal um Prozesse in Firmen, Organisationen und Demografie und Gesetze. Also der Kurs ist an Anfänger sozusagen gerichtet, aber solche, die ein umfassendes Verständnis von digitaler Barrierefreiheit bekommen wollen. Nicht nur jetzt auf Vorbereitung auf den CPAC, sondern auch darüber hinaus, insbesondere für Beauftragte für Barrierefreiheit bei Städte, Kommunen oder in Firmen und so weiter. Also diese ganzen Grundkenntnisse wollen wir hier vermitteln. Also was man halt jetzt bei Voraussetzungen und Vorkenntnissen noch sagen muss, man sollte natürlich schon mit Computern, digitalen Systemen umgehen können. Es sind auch manche Inhalte in Englisch verfasst, also so ein bisschen Englisch lesen sollte man können. Wir sind dran, immer noch mehr auch auf Deutsch zu machen, aber leider gibt es noch relativ wenig an deutschen Quellen in diesem Bereich. Der Kurs kostet 1200 Euro. Sind diese 10 Einheiten, die man dann bekommt, 3 ganze Workshop-Tage plus 8 Besprechungen zwischendurch, die dann online stattfinden, jeweils 90 Minuten. Wenn man da eine Note bekommen möchte, dann kostet es 100 Euro zusätzlich. Das ist aber nicht die IAAP-Prüfung. Die ist nochmal ganz separat und extra und kostet, das haben wir auch noch nicht gesagt, so um die 400 Euro, glaube ich, oder 450. Ja, ja. Genau, das ist unterschiedlich für die Zertifikate. Genau, das war es eigentlich so von über diesen Kurs. Wir fangen schon relativ bald an. Ich habe gehört, wir haben noch ein paar Plätze frei für den nächsten Kurs, der im März anfängt. 18.03. ist dann also so ein Kick-Off-Tag und der geht dann bis zum 3. Juni. Und danach wollen wir auch Prüfungen anbieten hier an der HDM, sodass man dann auch bei uns eine CPAC-Prüfung machen könnte. Offene Prüfung? Also könnten auch Personen, die sozusagen nicht jetzt hier den Kurs machen, könnten dann auch nach Stuttgart
Wir gehen davon aus, dass das wieder möglich ist, wollte dass ich gerade Personen sagen. Hinfahren dürfen und an Kursen teilnehmen dürfen oder beziehungsweise an Prüfungen teilnehmen dürfen. Gut. Das ist die einzige Einschränkung, die ich sagen muss, wenn es möglich ist. Wir hatten, im Moment wäre es noch nicht möglich, aber wir lockern ja. Wir dürfen im Moment noch keine externen Gäste empfangen bei uns an der Hochschule. Aber sobald es möglich ist, werden wir das anbieten als eine Möglichkeit, hierher zu kommen. Wir haben dann auch Computer, die man benutzen kann. Wir haben ja Poolräume. Und dann kann man hier die Prüfung unter meiner oder Aufsicht eines meiner Mitarbeitenden machen. Okay. Da kam noch eine, wie oft der Kurs stattfinden wird, falls du das schon weißt. Und dann darf Yoshi mal einen ganz anderen, freien Ansatz erzählen, wie man sich vorbereiten kann. Finde ich nämlich auch spannend. Also wir hatten jetzt einen im Wintersemester, der ist dann der für Sommersemester. Es wird wahrscheinlich dann eine Pause geben, weil ich ins Forschungssemester gehe. Normalerweise findet dieser Kurs nur einmal im Jahr statt. Und zwar im Wintersemester. Das ist jetzt eine Ausnahme, dass er jetzt auch im Frühjahr stattfindet. So, ich habe ein paar Fragen noch währenddessen im Chat beantwortet. Es wurde gefragt, nach wie man diese Fortbildungssachen nachweist. Da gibt es Formulare auf der Global-Seite und dann trägt man das immer ein und dann kriegt man regelmäßig, wenn man das nicht am Ende der 3 Jahre macht, auch irgendwelche Updates, wie viele Punkte man hat. Genau. Kann ich jetzt von dir den Bildschirm zurückklauen? Nee, wahrscheinlich nicht. Auf das Plus links unten. Aber ich mache es einfach mal zu Ende. So. So, jetzt muss ich wieder hier. Ich blende auch nur die Präsentation wieder ein, die ich da habe. Genau. Dann ist da nämlich die Adresse von dem Slack-Code drauf. So. Und der Yoshi hatte ja Anfang letzten Jahres bei der IAP-Dachgruppe Auftaktwoche zu einer Lerngruppe aufgerufen. Und es wäre einfach ganz spannend, mein Interesse, wenn du erzählst, wie viele Leute ihr so wart. Ich habe ja gesehen immer im Slack, was ihr alles so besprochen habt. Und ihr habt euch dem ein bisschen anders genähert, aber nicht ganz anders. Genau. Also erstmal, das ist schon okay, dass ich nicht so viel Redezeit habe, weil ihr seid erstmal sehr viel besser vorbereitet. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen symptomatisch. Wir sind da sehr viel unstrukturierter unterwegs. Ich muss vielleicht ganz kurz beschreiben, was wir da überhaupt treiben und wo, aus welcher Richtung das kommt. Vor allem würde ich gerne, zumindest jetzt für jemanden, der interessiert ist, diese Adresse, die du da auf deiner Folie hast, die würde ich gerne austauschen. Ich schicke da mal eine andere Adresse in den Chat rein. Und zwar tausche live aus, kurz, wenn du es sagst. Ja, genau. Ich habe sie gerade in den Chat reingeschickt. Ich muss das kurz beschreiben, die Adresse und warum das Ally Club heißt. Ally ist eine Abkürzung für Accessibility und dahinter steckt eine Veranstaltungsreihe, die ich seit 2014 sporadisch organisiere, was mal als ganz, ganz kleines Meetup angefangen hat und dann in seiner vollen Blüte im November 2019, kurz bevor uns alle Pandemie erreicht hat, als zweitägiges Summit in Berlin mit 200 Leuten stattgefunden hat, über die Jahre gewachsen ist. Also eine Community-Veranstaltung um das Thema Barrierefreiheit drumherum und da eine sehr rege Gemeinschaft entstanden ist, europaweit eigentlich. Und die Pandemie bedingt ist das dann alles total eingeschlafen und es ist im Jahr 2020 quasi nichts passiert, was irgendwie sehr traurig war und sehr viele Teilnehmenden haben mich kontaktiert und gesagt, das ist ja schade und wollen wir nicht mal was machen. Und als dann vor einem Jahr, da ziemlich genau, sagen wir mal im Januar, Mitte Januar oder was war das, da habt ihr die erste Auftaktveranstaltung gemacht, da haben die Bea und ich so aus unserer Erfahrung ein bisschen berichtet, wie das mit diesen Zertifikaten ist und wie unsere Vorbereitung gelaufen ist. Und da ist die Idee entstanden, Mensch, wir könnten doch einfach, damit der Accessibility Club überhaupt was macht, wir könnten uns doch treffen, wenn wir schon nichts anderes zu tun haben und könnten so ein bisschen auf diese Zertifizierungen vorbereiten. Und so ist diese Lerngruppe entstanden, die eigentlich, wir haben kein offizielles Mandat. Also wir sind nicht von der IAAP beauftragt. Wir sind mit euch eigentlich auch nur persönlich und freundschaftlich verbunden, aber wir haben keinen Vertrag in irgendeiner Form, sondern wir haben uns einfach nur diese deutschsprachigen Zertifizierungen, die es jetzt in der Pilotphase gab oder gibt, zum Anlass genommen, um so einen, ich sag jetzt mal im weitesten Sinn, virtuellen Stammtisch ins Leben zu rufen. Also so muss man das eigentlich auch begreifen, was wir da machen. Wir haben das natürlich thematisch an den Zertifizierungen aufgehängt und
Wer mich länger kennt, der weiß, dass ich sehr spontan Dinge ins Leben rufe und einfach mal mache, ohne viel drüber nachzudenken. Und so war das auch hier. Ich habe dann einfach einen Zoom-Call angesetzt und wir haben gesagt, da lasst uns doch treffen und wir besprechen dann einfach mal, was wir vorhaben. Und da hat sich dann relativ schnell ein sehr, sehr regelmäßiges Zusammentreffen daraus ergeben, das bis heute, bis auf eine kurze Weihnachtspause, durchhält. Und wir treffen uns alle 2 Wochen, immer abwechselnd vormittags und nachmittags, in einer offenen Gruppe. Also die Teilnahme daran kann im Grunde jeder tun. Ich schicke jetzt gerade nochmal 2 zusätzliche Links in den Chat hier rein. Wir müssten das leider, weil wir keinen alternierenden Zeitslot auf Zoom einrichten können, gibt es zwei Weiterleitungen. Und da treffen wir uns alle 2 Wochen. Zum Beispiel gestern nachmittags um 17 Uhr und das nächste Mal am 2. März, dann um 10 Uhr in der Früh. Was wir dort machen, ist, wir unterhalten uns im Wesentlichen über Inhalte aus den beiden Syllabi. Es hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass Teilnehmende, die hauptsächlich Vormittagszeit haben, meistens an dem CPAC interessiert sind und die WAS-Nerds dann eher nachmittags oder abends Zeit haben. Aber das ist irgendwie so eine ganz, hat sich einfach so ergeben. Und was wir machen, zum Teil schnappen wir uns dann einzelne Kapitel aus diesen Syllabi heraus und sprechen die einfach durch. Und dann in der Regel treten da viele Fragen auf und dann diskutieren wir einfach darüber. Oder es fühlt sich irgendjemand besonders befähigt, über ein Thema zu referieren und ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Das ist jetzt natürlich in dem ersten Jahr, in dem wir das gemacht haben, oft auf diejenigen hinausgelaufen, die die Zertifizierungen schon gemacht haben oder die allgemein ein bisschen mehr Erfahrung in der Branche hatten. Da war zum Beispiel ich dabei, war, glaube ich, fast immer dabei. Der Markus Herrmann war oft da. Josefine, du hast uns mal besucht und hast mal... Achso, da komme ich. Ja, genau, da komme ich. Sondern es ist aber, also wir sprechen nicht nur die ganze Zeit über die Zertifizierungen, sondern da kommen dann auch mal so, da sind dann auch mal so ganz außergewöhnliche Themen dabei, wie zum Beispiel, als ich erfahren hatte, dass du die ADS-Prüfung gemacht hast, da war ich dann sehr interessiert und dann habe ich dich einfach mal eingeladen, dann hast du mal eine Episode lang aus deiner Erfahrung berichtet oder es gab mal jemanden, der ein Designer, der bei uns dabei ist, der hat einen Vortrag gehalten und da hat er gefragt, ob wir Lust haben, uns mal einfach seinen Vortrag da anzuhören. Oder die Sonja Weckenmann hat beispielsweise irgendwann mal eine Frage zur ARIA-Spezifikation gehabt, dann haben wir die mal eine Stunde auseinandergenommen und so weiter. Also wir sind irgendwie relativ freestylig unterwegs und es ist was passiert, was ich ganz erstaunlich fand über dieses Jahr hinweg. Wir waren eine sehr konstante Truppe, also immer in der Regel so zwischen 10 und 15 Leute, alle 2 Wochen, jeweils, naja, offiziell 1 Stunde, meistens 1,5 Stunden, aber ganz locker, ohne irgendwelche Aufnahmebedingungen oder irgendwelche Rituale. Es war einfach, wer Lust hatte, war da. Teilweise auch Personen da gewesen, die keine Zertifizierung machen werden oder wollen, sondern einfach nur aus Interesse da sind, weil sich wirklich eine ganz nette kleine Community da ergeben hat, die so vor sich hingewurstelt hat, bis es dann plötzlich im Herbst relativ überraschend hieß, jetzt sind tatsächlich die deutschen Zertifizierungen stehen vor der Tür. Und dann ist im Dezember was passiert, das hat keiner gedacht. Also da gab es einen totalen, es war wie Goldgräberstimmung auf einen Schlag. Da war dann diese, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, in dieser Pilotphase gab es dann die Zertifizierungen vergünstigt und mit dieser Option, dass man nochmal wiederholen kann, wenn man es nicht im ersten Anlauf schafft. Und auf einen Schlag von den, ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber ich würde sagen, von den 15 Leuten, die recht konstant dabei waren, haben jetzt bestimmt 10 oder 12 die Zertifizierung gemacht. Und das ist alles innerhalb von 2 Wochen dann entschieden gewesen. Und das war natürlich großartig. Wir haben noch keine Ergebnisse. Deswegen habt ihr vorhin erwähnt, dass die Spannung groß ist. Ich persönlich, ich fiebere nur mit. Ich habe ja die Zertifizierung hinter mir, aber das ist, ich fühle mich schon so irgendwie sehr, sehr verbunden da. Und es hat dann auch noch eine Mitarbeiterprüfung gemacht. Wir haben dann hier, das habt ihr vorhin beschrieben, in dieser Situation haben wir auch hier bei mir in diesem Raum 2 Personen geprüft. Also ich habe die beaufsichtigt sozusagen. Und wir warten sehr gespannt auf die Ergebnisse und wir sind gerade in einer interessanten Phase, weil es ist so ein bisschen gerade, wenn ich jetzt sage, die Luft raus, dann stimmt es nicht, aber wir haben jetzt quasi eine Generation
haben wir gerade hinter uns. Es ist jetzt ein Jahr lang, wurde auf diese Zertifizierung hingefiebert und gearbeitet und auf einen Schlag, jetzt haben alle die Zertifizierung gemacht und hängen noch so ein bisschen in der Luft, wissen nicht, ob sie es geschafft haben oder nicht. Und es wäre jetzt eigentlich genau die Zeit, wo eine nächste Generation da gerne nachwachsen darf und kommen darf. Und natürlich stehen wir auch an der spannenden Stelle, an der wir uns fragen, wie schaffen wir es denn, dass die älteren Semester sozusagen jetzt auch dabei bleiben und dann wiederum ihre Erfahrung weitertragen an die hoffentlich dann kommenden Nachwuchskandidatinnen und Kandidaten. Da habt ihr vorhin schon angesprochen, und das ist noch eine Sache, da bin ich gerade am, was heißt verhandeln, also ich versuche jetzt gerade mit Global eine Strategie zu finden, wie wir die Mitwirkung an dieser Lerngruppe vergüten können sozusagen. Das ist ein Modell, das auch bei der IAAP noch nicht existiert in der Form. Also ich stoße da immer so an Grenzen, weil dann gesagt wird, naja, wenn das so eine Art strukturierter Unterricht ist, der da passiert, dann gibt es da so und so viele Punkte dazu. Und dann sage ich immer, ja, das ist aber kein strukturierter Unterricht. Also hier bereitet niemand einen Vortrag vor und redet dann eine Stunde oder so, sondern das ist ein kollegialer Austausch, der da passiert. Und dafür gibt es noch kein so ein richtiges Modell. Aber das entwickeln wir jetzt gerade und das Ziel ist, dass das so beibehalten wird, dass da auch immer Personen anwesend sind, die einerseits Erfahrung mit den Zertifizierungen selber haben, also so ein bisschen auch Hilfestellung geben können, ähnlich wie ihr es jetzt gerade hier in der Einleitung gemacht habt, also was darüber erzählen, wie laufen die Zertifizierungen ab und wie sind die Fragen strukturiert und so weiter und so weiter. Aber gleichzeitig natürlich auch Expertinnen und Experten, die über die Materie Bescheid wissen und dann einfach Wissen weitergeben können. Das Ganze passiert eben nicht in so einer stringenten Kursform oder sowas, sondern wir meandern uns mehr oder weniger durch diese Syllabi durch. Mal gibt es ein Thema, das aus irgendwelchen Gründen besonders akut ist, weil vielleicht jemand in einem Projekt, an dem er gerade arbeitet, auf ein bestimmtes Thema gestoßen ist oder für irgendwelche anderen Zwecke besonders interessiert an einzelnen Punkten oder sowas ist. Also super, super lockere Runde. Ich kann da sehr herzlich dazu einladen. Das ist offen. Es hat sich, glaube ich, auch noch niemand bei uns unwohl gefühlt. Wir haben tatsächlich nicht nur ganz krasse Programmierertypen irgendwie da, sondern wir haben von Designern und tatsächlich auch Programmierern oder Testern zum Beispiel auch Personen da, zum Teil auch ich habe gerade zwei, drei Personen im Kopf, die schon etwas älteren Semester sind, sehr lange Erfahrung in der Behindertenarbeit haben. Also es ist eine super diverse Truppe, sehr angenehm und ich glaube, bisher haben sich alle sehr wohl gefühlt. Wer da dazustoßen will, darf das sehr gerne tun. Und den ursprünglichen Link, den du da drin hattest, beziehungsweise ich habe den ja austauschen lassen, vielleicht noch dazu, das ist eine Slack-Community, die sich um meine Veranstaltungsreihe herumgebildet hat. Also dieses, ich weiß nicht, wer von euch Slack kennt, aber es ist so eine Kommunikations-Chat-Plattform. Dort gibt es Kanäle, also sowas wie Themengebiete und mangels einer Alternative. Und weil wir bis heute eben vergleichsweise schlecht organisiert sind mit dieser Lerngruppe, das habe ich mir jetzt für 2022 vorgenommen, das ein bisschen zu professionalisieren. Aber es gibt keine Website, es gibt irgendwie wenig öffentliches Sprachrohr, sondern wir haben uns einfach damals mangels Alternativen sehr hemdsärmelig einfach in diese Slack-Community eingenistet und dort einen Kanal aufgemacht, der heißt eben IAP-Dach, so wie du da auf deinem Slide stehen hast. In diese Slack-Community kann jeder rein und da darf man sich sehr gerne selbst einladen und dazu ist dieser erste Link gut, also dieses slack.ally.club, das ist nämlich der Invite-Link, wie man da reinkommt in die Community. Der andere Link, den du vorher hattest, der funktioniert sozusagen erst dann, wenn du schon drin bist. Und deswegen ist das nicht die richtige Eingangstür. Jetzt steht hier im Chat, habe ich gelesen, ob ich Erfahrung mit der Barrierefreiheit von Slack habe. Ich muss dazu sagen, ich selber benutze keinen Screenreader. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass Slack besonders barrierefrei ist. Aber ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, dass Slack unter all den Tools, die es da draußen gibt, als eines der barrierefreiesten gehandelt wird. Wir haben uns jetzt in einem anderen Projekt ausgerechnet für Slack entschieden, damit ein
blinder Kollege auch teilnehmen kann. Und das war sein eigener Wunsch und hat sich das ausgewählt. Also ich denke, es sollte ganz gut zu bedienen sein. Da darf jeder gerne teilnehmen. Wir treffen uns, wie gesagt, alle zwei Wochen, immer abwechselnd vormittags, nachmittags. Nächstes Mal am 2. März um 10 Uhr in der Früh unter diesem Vormittagslink, der hier auf der Folie steht und im Chat steht, und dann zwei Wochen später zu dem Nachmittagslink. Das ist das, was wir in dieser Lerngruppe machen. Ganz anderer Ansatz, habt ihr schon richtig besprochen. Und ich weiß nicht, ob ihr noch über sozusagen strukturierte Online-Lernmaterialien sprechen wollt, die es aber meines Wissens nach noch nicht auf Deutsch gibt. Genau, das habe ich oben noch auf dem Slide drauf. Also es gibt im Moment für IAP-Mitglieder in englischer Sprache, ich glaube, jetzt zwei kostenlose Kurse, die IAP Global zusammen mit der Princeton University auf deren Plattform gemacht hat. Das ist einmal für den CPAC. Der ist ähnlich wie der DQ-Kurs, nur dass man am Ende von diesem Princeton-Kurs kann man auch ein Probeexamen machen. Also dann hat man auch 2 Stunden, 100 Fragen und kann das mal ausprobieren. Ich glaube, das haben sie für den LDS jetzt auch, meine ich, gelauncht, dass es da auch einen Vorbereitungskurs gibt. Die sind bisher nur in englischer Sprache verfügbar. Gleiches gilt auch für die DQ-Materialien. Im deutschsprachigen Raum sind wir jetzt erstmal froh, dass wir den Syllabus haben, die Prüfung haben, und jetzt muss ich alles drumherum. Aber es gab ja vorhin auch die Frage nach dem LDS. Der LDS, die Prüfung wollen wir auch gern übersetzen. Da gibt es auch einen Arbeitskreis im IAP-Dach, der heißt Zertifizierung. Der hat genau das für den Herbst vor. Grundsätzlich, wer in irgendwelchen Arbeitskreisen vom IAP-Dach mitarbeiten möchte, kann das gerne machen. Da kann man bestimmt auch, nehme ich an, Fortbildungspunkte für sammeln. Gibt es auf unserer Website, könnt ihr gerne reinschauen, sind erstmal für alle Interessierten offen. Und wie gesagt, Zertifizierung wird den Syllabus vom LDS übersetzen und auch die Prüfung, aber wahrscheinlich erst im Herbst. Wir wollen es aber diesmal auch strukturierter angehen und schon ein bisschen besser in die Bahnen leiten und auch vor allem genau das machen, nämlich deutsche Quellen auch sammeln, weil der sehr kurz ist, der Syllabus, der hat auch nur so 32 Seiten und die meisten Sachen verlinken auf englischsprachige Inhalte. Und wir wollen mal gucken, dass wir dann für den deutschsprachigen Raum da auch deutsche Inhalte finden, wo man sich informieren kann, damit deutsche Prüflinge äquivalente Chancen haben, sich vorzubereiten. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist ja schön, wenn man den Syllabus auf Deutsch hat, aber alle weiterführenden Links auf Englisch haben, dann ist das für Personen, die jetzt gerade beim CPAC neu sind oder auch beim ADS vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung haben, sondern nur 1 bis 2 Jahre als Mindestvoraussetzung, dann sollte es da mehr Material geben, um sich einzulesen, um sich vorzubilden. Und dann sind halt, wie gesagt, entweder Kurse von Gottfried ganz gut, um eine strukturierte Vorbereitung zu haben. Vor allem auch, denke ich, für komplette Neueinsteiger genau das Richtige, um das durchzugehen. Und wer schon ein bisschen Gefühl hat, dann sind Lerngruppen, glaube ich, um sich auszutauschen, um spezielle Sachen zu besprechen oder auch mal ein Problem zu vertiefen. Oder auch mal, ich sehe das öfter auch im Slack, um irgendjemanden anzuhauen, der sich vielleicht genau in der Technologie oder zu der Frage gut auskennt, glaube ich, der Weg, sich im deutschsprachigen Raum zu vernetzen, um sich Expertise zu holen, kurzes Feedback zu holen, wie andere Leute was interpretieren, wie andere Leute mit ähnlichen Fragestellungen umgehen. Das, was man ganz gut machen kann, damit wir das, wir wollen ja alle gemeinsam das Thema, glaube ich, voranbringen, uns unterstützen, unser Wissen austauschen und selber immer noch gern was dazulernen. Ich lerne regelmäßig was dazu bei den Kursen. Ich habe also oftmals Leute dabei, die haben richtig super Erfahrung oder auch von Überwachungsstellen, die einfach noch das Zertifikat machen möchten. Und ja, total spannend. Ich habe vorher vergessen noch zu sagen, habe das jetzt auch auf der Webseite noch geschrieben. Also Anmeldeschluss jetzt für den Kurs bei mir ist der 6.3. Also noch 2 Wochen Zeit, sich anzumelden. Und wir machen dann aber Schluss bei 20 Teilnehmern. Im Moment haben wir ungefähr die Hälfte an Anmeldungen. Aber ich denke, da, wie gesagt, es gibt noch den einen oder anderen, der auch Kurse anbieten wird im Laufe des Jahres oder des nächsten Jahres, weil wir mehr Leute brauchen, die sich gut damit auskennen, die das umsetzen, auch gerade auch in den nicht technischen, in den strategischen, taktischen Entscheidungsrollen. Ja. Da war noch eine Frage nach den Kosten. Ja, wenn man IAAP-Mitglied ist, bekommt man die Prüfung, glaube ich, um $100 günstiger bei IAAP. Ungefähr, ja. Ja, ungefähr. Müsste auch nochmal nachschauen. Auch die Wiederholungsprüfungen sind dann auch, glaube ich, günstiger. Ja, also eine Wiederholungsprüfung kostet normalerweise die Hälfte von der ersten Prüfung. Ja. Bei dem German Pilot, also bei den Pilotprüfungen, jetzt kriegt man die Wiederholung umsonst.
Ja, das war, deswegen, was Hirschi ja vorher gesagt hat. Aber wir haben das gesehen an den Zahlen. Uns hat Global am Montag in der Auswertung gesagt, das waren schon die Zahlen, die wir mindestens so brauchten, um statistisch das auswerten zu können, um Abweichungen feststellen zu können zwischen deutschsprachigen und englischsprachigen Prüfungen. Also Psychologen, und es ist ja ein psychometrisches Verfahren aus der Psychologie, die rechnen mit kleinen Zahlen, aber so 20 brauchen die auch schon, um das irgendwie in so einem Konfidenzintervall gut berechnen zu können. Also es war schon gut. Ich freue mich über jeden, der daran teilgenommen hat, der da teilgemacht hat, dass man das irgendwie gut vergleichen konnte. Und jetzt sind wir alle gespannt, wie das ausgeht. Es wurde ein bisschen nachkorrigiert an der einen oder anderen Stelle, an den Scores, das können wir sagen. Nicht so viel, war, also ich glaube, es gab 2, 3 Items. So. Es gab auch nur im CPAC in 9 Items Abweichungen, wobei in 6 die deutschsprachigen Prüflinge schlechter abschnitten und in 3 die englischen. Und beim WAS gab es sogar nur in 3 Items Abweichungen, wobei in 2 die Deutschen besser waren und nur in einem schlechter als die englischsprachigen. Aber wie gesagt, die WAS-Gruppe war wohl sehr, sehr stark. War das, was zurückkam als Feedback. Ja, und die Abweichungen sind dann auch immer starke Abweichungen, signifikante. So leichte werden da gar nicht betrachtet. Genau. Ja, das wird ausgewertet. Da gab es noch eine Frage mit andere Zertifikate. Da wäre wahrscheinlich dann das CPAPE gemeint, oder? Mit baulicher Barrierefreiheit noch. Den gibt es ja noch im Englischen. Was zu sagen, Josephine? Ich glaube, das ist eher sowas gewesen, was ihr bei der Gründung, das hat, glaube ich, für den deutschsprachigen Raum, weil wir andere Bauvorschriften haben und andere Normen, die hier eingehalten werden müssen, hat das für den deutschsprachigen Dachraum nicht so die Relevanz, wie es das jetzt im US-Raum hat. Wir haben da einfach andere Normen und andere Vorgaben und auch andere, ich glaube, Zertifikate, die Menschen, die barrierefrei bauen, einfach ablegen müssen in ihrem Architektur-, Bau- oder was auch Studium. Das kann man da nicht mit dem US-Raum vergleichen, aber den gibt es halt auch noch, sogar, ich glaube, in 1 oder 2, sogar 3 Leveln jetzt. Genau. Ja, die haben den ziemlich ausgebaut, was auch in Planung ist, weiß ich aber nicht den exakten Stand ist für mobile Apps. Den haben sie gekillt. Ach echt? Ah, okay. Da hatte ich letztes Jahr mal nachgefragt. Schade, weil da hätten wir auch tatsächlich von der Hochschule der Medien aus, wir haben da einen internen Kurs und den könnten wir auch gut anbieten als Weiterbildungskurs. Das haben wir eigentlich vor, müssen wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir ja auch noch da ein Zertifikat irgendwie hin. Ja, vielleicht kann man auch nochmal für den deutschsprachigen Raum dann was weiterentwickeln, was es im US-Raum nicht gibt. Also, aber das ist, glaube ich, für die Zukunft. Es ist halt die Situation, dass wir hier in Europa die mobilen Apps tatsächlich barrierefrei machen müssen, gesetzlich für öffentliche Stellen. In den USA ist das im Moment noch nicht so dem Umfang. Jemand noch? Weitere Fragen habe ich jetzt nicht gesehen. Ich danke euch beiden auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und aus euren Erfahrungen berichtet habt. Danke dir für die Moderation. Gern. Und dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt und ob es dieses Jahr tatsächlich physische Prüfungen geben wird und dass wir hoffentlich weitere Menschen sich mit dem Thema beschäftigen, sich fortbilden und professionalisieren. Dann vielen Dank. Ich glaube, dann kannst du auch die Aufnahme stoppen und wir sagen Dankeschön. Okay, ich sage auch Tschüss und vielen Dank. Und mache ein Stoppzeichen hier.